Heute gibt es einen Bananenschokokuchen, den ich eigentlich nicht so auf dem Plan stehen hatte. Aber da die drei Bananen mich so böse aus der Obstecke angeschaut haben, wird es jetzt gemacht, denn man möchte natürlich, dass sie nicht warten müssen und noch reifer werden. Der Bananenschokokuchen ist ganz einfach und wie, zeige ich euch jetzt. Viel Freude beim Videoschauen! Hier ist ja auch schon unsere erste Zutat, drei reife Bananen. Diese sind mittelgroß, nicht sehr klein, aber auch nicht sehr groß. Und die werden geschält und die Banane wird gestampft. Dann können wir nämlich die gestampfte Banane mit den restlichen Zutaten verrühren. Übrigens, ihr könnt auch schon mal euer Backrohr einschalten und vorheizen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Beginnen wir als erstes mit den trockenen Zutaten. Hier seht ihr schon 180 Gramm Mehl. Ich verwende entweder eine glutenfreie Mehlmischung oder Dinkelmehl. Hinzu kommen 40 Gramm gemahlene oder gehackte Nüsse. Ich verwende Mandeln. 60 Gramm Backkakao. Eine Prise Salz, ich verwende Meersalz, 80 Gramm Zucker oder Erythrit und ungefähr einen Esslöffel Backpulver. Die trockenen Zutaten schon mal grob miteinander vermischen und dann folgen die feuchten bzw. flüssigen Zutaten. Als erstes natürlich unsere gestampften Bananen. Bis 120 Milliliter Pflanzendrink eurer Wahl. Je nach Mehlsorte kann das natürlich ein bisschen variieren. Und 80 Milliliter Öl, ein neutrales Öl. Ihr könntet natürlich den Teig jetzt in einer Küchenmaschine durchkneten oder einfach mit einem Spatel verrühren, so wie ich es jetzt mache. So sollte euer Teig jetzt aussehen. Schön glänzend, geschmeidig, sich umrühren lassen, nicht zu trocken und nicht zu feucht. Aber ihr könnt schon sehen, es ist wirklich mehr wie ein Brownie-Teig. Ist der Teig bei euch noch viel zu trocken oder sogar noch Mehl enthalten, dann gebt bitte noch etwas Pflanzendrink hinzu. Der Teig kommt jetzt in eine Kastenform, die ich vorher mit Backpapier ausgelegt habe und die Ränder ein bisschen eingeölt habe. Probiert unbedingt mal den Teig, er schmeckt richtig lecker und man muss aufpassen, dass man die Schüssel nicht auslöffelt bzw. dann die Kastenform. Unser Kuchen kommt jetzt in den Backofen, den wir schon vorgeheizt haben, für 40 bis 50 Minuten. Ist die Backzeit dann um, macht den Stäbchentest. Einfach mit einem Stäbchen in den Kuchen reinstechen, bleibt kein Teig kleben, ist er fertig und nehmt ihn aus dem Ofen und lasst ihn vollständig auskühlen. Zum Schluss könnt ihr euer Bananenschokokuchen oder Schokobananenkuchen natürlich auch noch ein bisschen garnieren, dekorieren, mit Guss bestreichen, Schokoguss oder auch Staubzucker oder Stauberythrit draufgeben. Egal für was ihr euch entscheidet, lasst ihn euch sehr gut schmecken und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Liebe und tschüss!